Wieso ich sofort aufgehört habe, Hämeeisen zu konsumieren, was ist überhaupt Hämeeisen, und welches Eisen ich jetzt konsumiere, dazu mehr, wenn du bis zum Ende dran bleibst. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben von dir freuen und sehr über deine Meinung und einen Kommentar. Los geht's. Viele wissen, es gibt zwei verschiedene Eisenformen, über die sich die ganzen Diskussionen kreisen. Hämeeisen und Non-Hämeeisen. Zweiwertiges Eisen oder dreiwertiges Eisen? Tierisches Eisen oder pflanzliches Eisen? Reduziertes Eisen oder oxidiertes Eisen? Halt's Maul, Patrick. Genau genommen ist der Unterschied, das eine Eisenatom hat ein Elektron mehr und daher eine positive Ladung weniger, denn Elektronen sind negativ geladen und schlucken positive Ladungen. Die Diskussion ist, dass tierisches, das heißt zweiwertiges Eisen, besser resorbierbar ist von unserem Körper und als pflanzliches Eisen das dreiwertige Eisen, welches ja schlechter resorbierbar sein sollte. Eisenhaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, die noch Phytate besitzen und sowieso noch zusätzlich Eisen binden, ist ja besonders schlecht. Und wieso gerade das so wichtig für unsere Gesundheit eigentlich ist, das zeige ich euch jetzt mal in unserem Video, und dass es das definitiv nicht als negativ ausgelegt werden darf. Es gibt immer noch Behauptungen, dass tierisches Eiweiß deutlich besser resorbiert wird. Dafür sind die Studienlage meines Erachtens aber sehr, sehr rar. Denn es gibt Studien, die behaupten, dass in Verbindung mit tierischem Eiweiß das Eisen dann dementsprechend besser aufgenommen wird. Oder halt Studien zeigen auch, dass mit pflanzlichem Eiweiß das besser aufgenommen wird, das Eisen. Aber hey, eigentlich genau genommen ist es ziemlich egal für das, was ich euch jetzt zeigen werde. Fakt ist, wir brauchen kein zweiwertiges tierisches Eisen, denn das macht unser Körper von ganz alleine. Denn in dem Maß, wie er es gerade braucht und vor allen Dingen auch in dem Tempo, durch die Ferric Reductase. Ein Enzym, welches im Sauren gut arbeitet und daher kurz nach dem Magen anzutreffen ist, im Dünndarm. Ja? Doch wo ist jetzt der Unterschied, wenn der Körper es selbst tun kann? Oder wenn er es direkt bekommt. Bei Pflanzen wie auch Tieren ist beides, das zweiwertige Eisen, das Endprodukt. Denn nur jenes kann resorbiert werden. Und ansonsten müsste es an Proteine gebunden werden, wie zum Beispiel an Häme oder sonst was. Dann wird es durch die Enterozyten, durch das Protein DMT1, in die Zelle geschleust. Kurz gesagt, selbst das pflanzliche Protein wird ebenfalls zum zweiwertigen Eisen, kurz bevor es aber erst aufgenommen wird, durch das DMT1 in die Zelle. Oder wird an Proteine gebunden. Das heißt, egal wie auch immer, je nachdem, es wird immer das zweiwertige Eisen sein, auch das pflanzliche, nur das passiert erst kurz davor und in viel langsamer Maße. Mit reinem Pflanzeneisen bekommt man nie so eine hohe Blutkonzentration von zweiwertigem Eisen, denn jene ist ja noch abhängig von der Enzymaktivität der Ferric-Reduktase. Beispiel Zucker. Was ist gesünder, Glucose oder Stärke? Mit Stärke bekommt man nie so einen hohen Blutzucker wie mit Einfachzuckern, da die Stärke von bestimmten Amylasen abhängig ist, das heißt von Enzymen, die dementsprechend die Stärke erst aufspalten müssen, den Einfachzuckern, die Glucose. Und daher hohe Blutzuckerspiegel können zum Beispiel Schaden für Nervenzellen heißen oder Radikale entstehen lassen und so weiter und so fort. Nimmt man jetzt direkt zweiwertiges Eisen, hat der Körper keine Kontrolle mehr darüber, wie viel zweiwertiges Eisen jetzt entsteht, da kein Enzym mehr vorgeschalten ist. Und jetzt kommt's. Mich hat auch sehr verblüfft, dass sogar Metastudien mit 250.000 Probanden darüber berichten. Treue Zuschauer kennen es jetzt alles. Alles über 1, erhöhtes Risiko, alles unter 1, kein Risiko, vermindertes Risiko. Und alles auf 1, keine Korrelation zwischen tierischem Eisen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mehr tierisches Hämeeisen, deutlich mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen sehen wir hier. Auch für jedes Milligramm hier höher Erkrankungswahrscheinlichkeiten. Tierisches Eisen. Vergleich mal tierisches mit pflanzlichen Non-Häme, dann sehen wir bereits bei 3,5 Milligramm am Tag deutlich über 1 sehen wir hier. Das heißt Korrelation mehr gleich mehr Herz-Kreislauf-Erkrankung. Bei Pflanzen bei 25, das heißt immer noch unter 1, das heißt korreliert negativ damit, ja? Wie ich es euch erklärt habe, weil es halt eben regulativ ist, das Pflanzliche. Du kannst 6-mal so viel Eisen aufnehmen, pflanzlich wie tierisch, und hast trotzdem nicht den negativen Effekt, so sagt die Studie. Auch in Metastudien mit über 400.000 Probanden, wo es um Krebs geht, geht die Tendenz eher, je mehr Hämeeisen, desto mehr Krebs. So, könnte ewig so weitermachen und das Video beenden und sagen, Leute, er isst kein Fleisch und so weiter, aber dann wäre ich ja nicht Rohvegan am Limit. Doch als Chemiker bin ich mir 99% sicher,
Doch als Chemiker, also 99% bin ich mir sicher, warum das so ist. Denn diese Reaktion hatte ich damals im Praktikum. Es ist die Phantom-Reaktion. Wir wissen alle, dass Radikale Ursache sein können für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und so weiter. Da muss ich jetzt keine Studien hoffentlich raussuchen, ja? So, nun erkläre ich jetzt mal ganz kurz und ganz schäbig und ganz oldschool-mäßig, wie die Reaktion bei dir im Körper eigentlich ablaufen könnte. So, ich erkläre das mal ganz kurz. Wir haben hier einmal ein Eisen, zweiwertige Eisen, weil wir haben oben zwei positive Ladungen, ja? Das heißt, normalerweise gibt es noch ein Fe3+, ja? So, und das Fe3+ ist dann das dreiwertige Eisen. Das hat keine Elektronen. Das Fe2+ hat ein Elektron. Elektronen sind negativ geladen. Weil es negativ geladen ist, hat es eine positive Ladung weniger, ne? Weil es negativ und positiv hebt sich auf. Kein Elektron, also 0, ne? 3 positive. Eine negative Ladung geht eine positive Ladung, wird dadurch ausgeglichen. Deshalb zwei positive. Okay? So, steht hier auch ein Elektron. Das reagiert dann mit Wasserstoffperoxid. So, H2O2 kennen wir alle, Wasserstoffperoxid. Das sieht eigentlich so aus in der Strukturformel. Okay? So, alle Atome der zweiten Periode wollen immer 8 Elektronen haben. Ne? Dieser Strich sind 2 Elektronen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4. Der gehört beiden, also teilen die sich das. 1, der gehört beiden, teilt sich das 1, macht zusammen 8, okay? Glücklich. So, jetzt reagiert das ja aber mit dem Eisen. Das heißt, die trennen sich ja irgendwie. Was entsteht? Dreiwertiges Eisen, das heißt, hier wurde ein Elektron abgegeben. Okay, weil wir zuvor zweiwertiges Eisen hatten mit einem Elektron. Das Elektron hat sich der Wasserstoffperoxid genommen. Und zwar, was genau passiert ist, dieses Elektronpaar, diese beiden, sind rübergeklappt zu dem hier. Das heißt, er hat keine und ist deshalb unglücklich und holt sich ein Elektron, weil er sauer ist, von diesem Eisenatom. Das sieht der Ganze dann so aus. Das hat keins mehr, das Eisen. Dieses hier, diese Formation, ja, hat eine überschüssige negative Ladung. Aber seht ihr, diese Formation ist das hier, wenn das hier rüberklappt, okay? Das kann man auch nochmal so machen. Zack, es ist sehr vereinfacht dargestellt, ja? So, der ist sauer, holt sich ein einzelnes Elektron von dem Eisen hier und das ist dann dementsprechend diese Formation. Und einzelne Elektronen an Sauerstoffen, das sind immer Radikale. Das heißt, es entsteht ein Sauerstoffradikal bei der Reaktion von tierischem Eisen, wenn Wasserstoffperoxid darauf trifft. Bis zu 3% des Sauerstoffs wird im Körper zu Radikalen umgewandelt bei der Zellatmung. Das heißt, wir müssen entgiftet werden. Ja? Das heißt, Superoxidradikale durch die Superoxiddismutase. Diese lässt dann Wasserstoffperoxid daraus entstehen und im Alter nimmt die Konzentration des Enzyms ab, die Wasserstoffperoxid wieder unschädlich macht, die Katalase. Das sehen wir zum Beispiel in der vermehrten grauen Haarbildung. Und jetzt haben wir den Salat. Tierisches Eisen und Wasserstoffperoxid stoßen aufeinander und machen die Arbeit kaputt, die zuvor die Superoxiddismutase vorher geleistet hat und lassen erneut Radikale entstehen. Und der Kreislauf fängt von vorne an. Das heißt, dein Körper ist nicht mehr suffizient fähig, Radikale unschädlich zu machen. In früheren Videos habe ich gezeigt, dass OPC und möglicherweise andere sekundäre Pflanzenstoffe die körpereigenen Antioxidantien stimulieren und bei der Beseitigung helfen, zum Beispiel Katalase oder Superoxiddismutase. Daher Tipp Nummer 1, mehr pflanzliches Eisen zu sich nehmen und dann aber auch nicht zu knapp. Viel Grün, gekeimte Hülsenfrüchte sowie Nüsse, Hirse hat fast so viel wie Rind. Tipp Nummer 2, viele sekundäre Pflanzenstoffe zu sich nehmen, denn diese stimulieren die körpereigene Antioxidantien, die zur Entgiftung von Radikalen helfen oder auch selbst als Radikalfänger dienen. Tipp Nummer 3, wenn du Fleisch isst, kein rotes Fleisch, denn das enthält ca. 10-mal so viel Eisen, sehen wir hier Hemieisen, als weißes Fleisch. Tipp Nummer 4, wenn Fleisch, dann immer mit sehr viel Gemüse koppeln, denn so ja, unter anderem auch sekundäre Pflanzenstoffe, oder auch viele Ballaststoffe, die die Aufnahme verlangsamen, sodass in der gleichen Zeit weniger Eisen auf Wasserstoffperoxid treffen könnte. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr konntet wieder was lernen. Würde mich super freuen, wenn ihr Daumen nach oben kommentiert, 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 kommentiert. Ich will endlich mal in die Trends wieder mit meinen Videos. Würde mich sehr freuen, auf vidasomal.de euch zu sehen. Meine Supplements mit höherer Bioverfügbarkeit. Das würde mich sehr freuen, den Kanal dabei zu unterstützen und dass ich es weitermachen kann. Dankeschön fürs Zusehen. Bis gleich auf vidasomal.de. Ciao.